Wir stehen hier fast knietief im Schlamm, aber 2:0 Auswärtssieg, aber was für ein schweres Spiel, oder? Ja, sehr schwer mit einer guten Mannschaft, aber wir hatten noch eine Rechnung vom Hinspiel offen und ich denke, die konnten wir heute begleichen. Und bei so einem schweren Boden, du hast ja gekämpft, man kann es gar nicht sagen, also man würde ja ins Tierreich greifen, aber sind das deine Platzverhältnisse, weil du hast ja alles umgepflügt, was hier irgendwie noch halbwegs Rasen war? Ja, mir ist es egal. Also mir ist auch lieber, wenn wir auf dem Teppich spielen, aber ich denke, das wird jetzt nicht so oft der Fall sein zu der Jahreszeit in der dritten Liga und es hilft ja nichts, man muss das annehmen, so wie es ist und einfach das Beste draus machen und das hat die Mannschaft heute gemacht. Für uns war sehr überraschend mit 3 Stürmern, für euch auch überraschend oder habt ihr gehört, nee, das haben wir auch alles trainiert, ganz heimlich? Ja, aber er hat es an der Taktiktafel gezeigt, der Trainer, und ich denke, er wollte einfach ein geballtes Zentrum vor der Abwehr und dann einfach vorne drei gefährliche Spieler. So, es war klar, dass heute nicht so viel spielerisch gefragt ist einfach und dann haben wir einfach so mit 3 großen Stürmern einfach die Brechstange versucht rauszuholen. Gut, mit der Brechstange oder wie auch immer, es hat geklappt. Auswärtssieg, herzlichen Glückwunsch, gute Heimfahrt. Vielen Dank, danke. Ja, der Mann strahlt hier über das ganze Gesicht, eingewechselt und dann vor der Auswärtskurve und dann dieses Tor. Lukas, geht's schöner? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist unglaublich. Man ist 10 Jahre im Verein und 8 Jahre im Verein und man schießt einfach ein Tor bei den Profis. Das ist unglaublich. Der ganze Auswärtsblock hat dir zugejubelt. Wir haben schon gesagt, es war ein extrem schwerer Boden. Kann man darauf überhaupt Fußball spielen? Ganz ehrlich, nein. Das geht nicht. Man kann keinen Kurzpass hier spielen. Das geht gar nicht. Wir wussten das vorher, dass der Platz schlecht ist, aber dass er so schlecht ist, hätten wir nicht gedacht. Deswegen mussten wir uns an das Mappenspiel anpassen. Ja, wir haben versucht, lange Bälle in den Raum zu schlagen, dann auf die zweiten Bälle zu gehen, aber meistens ist hier Glück bei der Sache hier auf dem Platz. Und dieses Glück, das haben wir dann heute erzwungen, 2:0 gewonnen. Schöne Heimfahrt und dann legen wir zu Hause nach. Ja, Dankeschön und auf die nächsten 3 Punkte nächste Woche. Pavel Dotschev, Glückwunsch zum 2:0 hier beim SV Meppen und Sie haben uns und die Fans gleich zu Anfang natürlich schon total überrascht, 4-3-3. Also einige haben gesagt, wenn er das heute gewinnt, ist sein Meisterstück. Aber also wir waren alle sehr überrascht. Ja, das glaube ich. Ich war auch sehr überrascht. Ich meine, überrascht, ich habe ganze Woche mir Gedanken gemacht, wie können wir hier überstehen. Und natürlich, man überlegt sich sehr viel. Und ich habe schon Donnerstag bei der Pressekonferenz angedeutet, dass ich vielleicht einiges ändern würde. Und ich wusste über schlechte Bedingungen hier, ich wusste, wie der Gegner zu Hause spielt. Die haben von den letzten 21 Spielen zu Hause haben sie nur ein Spiel verloren gegen Magdeburg. Und dann habe ich auch gedacht, ich muss was ändern, wir müssen was ändern. Und das ist ja super aufgegangen. Ich wusste schon, dass wir oft mit langen Bällen spielen müssen. Deswegen bräuchte ich vorne einen Zielspieler, so wie Tim Wehren, der die Bälle behauptet, der sie verteilt. Dann Sophie Benjamina und Pascal Breyer waren für mich auch sehr wichtige Faktoren, um diese Spieler zu überzeugen, dass die über den Flügel spielen müssen, nicht diese normale Strafraumspieler, sondern eher Flügelspieler zu machen von denen. Und natürlich, die muss ich auch überzeugen. Und das war deswegen erfolgreich, weil die Mannschaft hat daran geglaubt. Und für mich ist ja deswegen dieser Sieg sehr wichtig, weil das war eigentlich ein Sieg, wo wir durch... Das war Arbeitssieg und wir haben durch Einstellung haben wir das Spiel entschieden. Und wir haben nicht irgendwie so angefangen zu jammern und uns zu beklagen, warum auch immer. Und das ist ja auch deswegen möchte ich die Mannschaft Kompliment machen, weil diese Situation erkannt haben, sich darauf eingestellt haben. Ich habe versucht, sie zu vorbereiten, dass die nicht überrascht sind natürlich. Und die haben mir geglaubt und haben sie das umgesetzt. Und nach ein paar Minuten waren Bischof und Oliver Hösing waren getackert und ich habe sogar bei Oliver das gedacht, dass er vielleicht auch nicht weitermachen kann. Aber auch das, die wollten weitermachen, die wollten einfach weitermachen. Und Olli hat in der Halbzeit, Oliver Hösing hat ein bisschen so Flackern in den Augen. Wir haben gesagt, wir probieren, wenn es nicht geht, nehme ich dann. Aber er hat bis zum Schluss geschafft. Also tolle Moral und da freue ich mich sehr für die Jungs, weil wie gesagt, wir haben nur deswegen gewonnen, weil die unbedingt diese 3 Punkte haben wollten.
sind Sie ja ein Trainer, der gerne Fußball spielen lässt, auch die fußballerische Qualität in den Vordergrund stellt. Auf so einem Boden wie heute kann man ja eigentlich gar keinen Fußball spielen. Macht Ihnen das da trotzdem Spaß, an der Seitenlinie zu stehen? Ja, heute hat mir auch unsere Spielweise hat mir Spaß gemacht, weil wir nie, weil ich sag's nochmal, nicht weil wir schon so toll kombiniert haben, weil die Mannschaft war jeder für jeder da und die haben sich gegenseitig angefeuert, die haben sich unterstützt und das war so schön zu sehen. Also ich habe wirklich heute Spaß gehabt, die Jungs zu sehen, wie sie sich verhalten und das war toll. Wir haben auch alle Spaß gehabt und wir hoffen, dass wir auch noch sehr viel Spaß zusammen haben werden. Also gute Heimfahrt, danke. Dankeschön.